Das Lied höre ich jetzt wirklich das erste Mal jetzt hier in dem in Rubin, ne? Bam, badam, bam. Yeah, yeah, rettern an. Rettern heißt Nauta rückwärts. Das wissen alle schon. Ja, ja, ja. Alter. Wisst ihr, der Text kommt übelst langsam. Und dann bei der Auswahl geht das übelst schnell. Deswegen verdrückt man sich dann auch. Oder drückt einfach nur die ganze Zeit A, so wie halt jedes immer. Henry ist besiegt worden. Das war daran gemein, du hast einfach nur kassiert, Junge. Alter Opa. Hast du wie gerade gesagt, soll mein Glück gegen dich versuchen? Auch noch ein starkes Feuer-Pokémon. Was könnte ich denn da nehmen? Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt nichts ein. Komm Vogel, du musst auch mal ein bisschen was machen hier. Level 37 Flügelschlag, ey, das ist so lächerlich. Bei Platin oder so, da lernt der Flügelschlag das Stachalili schon ganz am Anfang, ey. Es ist so dumm, ey. So dumm. So dumm bist geil. Und da kriegt bestimmt jetzt übelst wenig Erfahrungspunkte, ne? Ja. Na gut, es ging. Ein Viertel. Ungefähr. Ein Drittel. Sagen wir mal ein Drittel. Ja, Sniper-Spot hier. Nimm dich vor Hochspannung acht. Ich weiß das, ich bin Elektroniker. Oder, naja, was heißt Elektroniker? IT-System-Elektroniker, da ist man Elektroniker. Da kann man auch schon so einen leichten Elektroscheiß machen. Also ich darf theoretisch in Härten sowas anschließen. Ist mit der Ausbildung, bin ich dafür dann befugt hier. Ich meine, das ist ja auch nicht so schwer, also... Die paar Stecker zusammenstecken. Es geht einfach nur darum, dass du... dass man die Sicherheitsvorkehrungen da trifft halt. Alles und nicht stromlos machen. Vorschalten, sichern und so ein Scheiß, also... Ihr wisst schon. Ja, was gibt's denn für geile Feuer-Pokémon hier? Arcani? Also jetzt... Vulpix gibt's ja hier auch noch. Gibt's noch? Ponita gibt's auch. Das sind jetzt die ersten drei, die mir jetzt in den Kopf schießen. Hasser. Ist der Funken übergesprungen. Du bist ja ein Witzbold, ey. Hallo? Ich will einfach nur nach rechts, nach unten rechts laufen, ey. Und dann macht man auch so einen Dance mit dem scheiß D-Pad, Alter, ey. Das ist so geil. Knuffenser, ey. Das wäre ein perfekter Gegner für du Vogel gewesen. Das Ding ist übelst komisch, finde ich. Jetzt kommt der Wanderus. Gegen du Vogel. Da muss ich ja, bin ich ja vom Level eigentlich ganz gut her. Level 18 ist der und ich bin Level 21. Bestimmt Schlafbruder. Du Wichser, ey, ich hasse dich, ey. Ist mir egal. YOLO. Wir warten jetzt so lange, bis es aufwacht. Komm jetzt, ey. Wach auf! Sonst schlage ich dich weg, ey. Alter, schließt du jetzt mal auf, ey. Kann man das Ding nicht treten oder so? Damit es aufweckt? Na endlich. So, dann haben wir das besiegt. Ich habe jetzt übrigens meine Elgato direkt an meinen Rechner angeschlossen, weil ich keine Lust hatte, jedes Mal mein Notebook rauszuholen. Fucking D-Pad. Dann auch die ganze Zeit
Okay, pass auf, Boy. Dann das Notebook aufzubauen, dann die Daten drüber zu schicken. So ein Rotz hat halt keine Lust. Und deswegen habe ich jetzt das direkt angeschlossen. Warum war das jetzt wichtig, die Informationen? Das ist deswegen wichtig, weil vielleicht... Vielleicht, ne? Wenn ich das mit meinem... Was ist jetzt dein Mirabler, ne? Ja. Wenn ich das mit meinem Upskiller jetzt in... Ach ne, in die Dorin sitzt ein, lol. Na egal. Wenn ich das mit meinem Upskiller in die Gänge krieg so, dann werde ich vielleicht mal so ein Stream-LP machen. Ja, es ist so lange ein, bis es scheiß viel. Ja. Werde ich mal so ein Stream-LP machen von den Konsolen. So, mal gucken. Ich hatte letztens, ich war gestern einkaufen beim Mediamarkt. Und da habe ich hier Age of Empires Definitive Edition rumliegen sehen. Das ist mir egal. 20 Euro ist okay der Preis. Aber da war dann so ein Schild hier. Ja, Definitive Edition gibt's nur als Download, als Download-Artikel. Den Coupon kriegen sie an der Kasse. Hab ich mir gedacht, okay. Aber dort haben sie Steelbooks rumliegen lassen, ne? Also Steelbooks lagen dort rum. Und dachte ich mir, hallo? Ihr habt Steelbooks angefertigt, macht das Ding auf, da ist keine CD drin. Und dort drin steht, ja, wird als Download bereitgestellt. Wo ich mir dachte, hä? Warum stellt man dann Steelbooks her mit einer CD-Hülle dort drin? Da könnte man auch für 10 Cent die CD pressen. Was auch immer, ist doch egal, ob das die alte Version schon ist oder so. Zubat. Scheiße, ich wollte tauschen, na egal. Mist, ich hasse schwache Pokémon. Da musst du mal trainieren, Boy. So, den haben wir besiegt. Den haben wir besiegt. Den haben wir besiegt, den haben wir noch nicht besiegt. Ich verliere hier gerade Kabel mitten in der Wildnis. Wie kommst du mit dem Magnetilo? Naja, wir können ja mal bis zur Safari-Zone warten. Vielleicht gibt es da ein paar schicke Feuer-Pokémon. Theoretisch, ich hatte mir schon gedacht, könnte ich mir auch so Mashok weiterentwickeln lassen, so weiter und so fort. Abra wollte ich mir noch fangen. Scheiße, ey. Das Mistvieh hat mich immer geärgert, ey. Was? IGX entwickelt sich jetzt schon? Ich habe gerade die ganze Zeit B gedrückt, ne? Turok. Na also, geht doch. Aber weil man ja nicht so einfach tauschen kann, ne, zwischen Smaragd und Blattrot. Blattrot, Mann, Feuerrot. Muss man das Spiel erst durchspielen, damit ich dann Simsala und so einen Scheiß hab. Alter, ein Turok, das nur Aqua knarren kann, ey. Lächerlich, ey, die Feuer-Pokémon-Auswahl. Hab ich schon. Ach, Evoli haben wir auch noch nicht. Hm, toll. Toll, toll. Man kann den Smaragd, glaube ich, Pokémon jetzt auch klonen wieder, ne? Also durch einen Bug, so wie früher. Das Spiel war ja voller Bugs. Hier ist doch bestimmt was. Der Stein ist nicht umsonst hier. Na, also geht doch. So, noch ein hässliches Fluchtseil. Okay, Boy. Sonst wäre geil, wenn es jetzt ein. Doppelkampf wäre hier. Wild. In deiner Klasse bist du der Beste.
Im Kindergarten oder was? Hast du schon mal ein fettes Pokémon gesehen? Vor allem Level 36, ey. Denk mir immer so, solche Pokémon müssten sich bei Level 50 oder so entwickeln, ey. Müsste sich ja Taubsi dann. Taubsi. Muss da sicher unser Vogel dann auch irgendwann mal entwickeln. Der Ruckzuck-Typ ist hier echt schnell. Sieht echt schnell aus, ne? Radikal, ey. Ich weiß nicht, manchmal verstehe ich die NPCs nicht, warum die solche so gleiche Pokémon haben. Immer fünfmal das gleiche Pokémon, wo ich mir denke, ich verstehe das nicht. Es ist doch nicht, ist doch nicht real, ey. Diese Aufstellung. LOL, du Arsch! Du dummer Arsch. Jetzt muss ich erst zurückrennen. Ich renne jetzt nicht zurück, kannst du vergessen, ey. Das glaube ich dir nicht, dass du noch nie verloren hast. Weil du mit Level 18 Pokémon rumrennst. Ja, hättest du auch die Pokémon-Liga machen können, wenn du noch nie verloren hast, ne? Hast du noch nicht. Ich hab Schutz gekauft, ja, ich hab Schutz gekauft. Weil ich weiß jetzt. Oh, das ist das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Nochmal ein Superball. Weil ich weiß jetzt, dass wir noch durch diese innere Höhle gehen müssen. Als ich die auf der Map gesehen habe, dachte ich mir. Oh, hier oben ist was. Hallo. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin Professor, wenn du magst. Ja, na klar. Keine 30 gefangen, kannst du vergessen. Nein, habe ich nicht. Es tut mir leid, aber ich muss weg. Ah, fuck. Wie lang? Hier ist das Relaxo, ne? Das fette Sau. Das fette Sau. Dann schubst runter, Mann. Verstehe ich nicht, ey. Hättest du doch angreifen können mit deinem Pokémon. Aber auf immer geht's nicht, ne? So. Orania City. Zahlen wir unsere Pokémon. Und dann machen wir weiter. Wenigstens geht das schnell hier. Schon interessant, ne? Ich überleg mir gerade, wie so ein Spiel eigentlich so programmiert wird, ne? Dickdas Höhle. Boah, was geht hier? Das ist cool. Dickda hat einen Tunnel gegraben. Okay. Mir dick dann im Pokédex. Ich hasse dieses Pokédex-Ding halt. Nee, aber nicht. Also rennen wir zuerst erstmal ohne Schutz rum. Und jetzt können wir Schutz reinmachen. Vor allem nur 100 Schritte, ey, das ist lächerlich. Aber so geht's wenigstens ein bisschen voran. Schutz wirkt nicht mehr. Boah, Alter, wie lang die Höhle ist, ey. Da hätten wir jetzt bestimmt eine halbe Stunde länger gebraucht, wenn wir nicht den Schutz hätten. Ist die mal bald vorbei? So lange habe ich sie nicht in Erinnerung, ey.
Oh nee, jetzt kommt nicht irgendwas mit Blitz, oder? Liegt das Höhle. Ach! Bin ich jetzt hier wieder am Wald oder was? Tatsächlich. Oder was muss ich denn jetzt machen? Oh, scheiße, ey. Timos? Kenn ich nicht. Ich habe kein Abra, ich würde gerne auch eins haben. Das könnte man eigentlich noch fangen. Route 2, hier müsste doch auch irgendwo der Professor rumliegen. Professor. Der Assistent rumlungern, hat er doch gesagt hier. Aha, hier vielleicht? Ja. VM05? Was? Scheiße, ey. Das heißt, ich brauche 10 Pokémon jetzt? Wie viel habe ich denn? 6. Fuck! Gib mir die scheiß VMs, Junge. Mann! Ja gut, wir fangen jetzt unser Pikachu hier im Wald, wenn wir eins finden. Und dann haben wir schon 7 gefangen. Dann fangen wir noch 2 andere, 3 andere. Raupi können wir auch fangen. Alter, hast du dich gerade widerlegt gegen mich, ey? Du wirst jetzt nicht vernichtet werden. Komm jetzt her. Ich muss wirklich ehrlich zugestehen. Was? Muss ich ehrlich sagen, ne? Ich weiß jetzt nicht so richtig, wo es weitergeht, ne? Na also. Toll, Raupi wurde gefangen. Das können wir zu Smetbo entwickeln eigentlich. Jo. So. Braucht man nicht, haben wir schon. Wie viel haben wir jetzt einmal? 7 gefangen, ne? Ach, jetzt sind wir ja schon fast am Zuhause bei uns, ne? Oh nee, und dann fangen wir das noch. Fuck. Ich glaube, die Mutter gibt mir die Karte, ne? Ich brauche eine Karte. Jawohl. Hätte ich jetzt nur noch mein Abra gehabt, ey.